Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Heute wollen wir da rüber gucken in diese Kiste. Achso, Jasmin ist auch dabei. Ja, hallo, ich bin auch noch da, ja. Ich bin Jasmin und ich bin auch dabei. Hab ich die jetzt schon alle kalt gemacht hier? Ups. Achso, und hier unten in die Kisten muss ich auch noch irgendwie rankommen, ne? Hier ist keiner mehr, auch schade. Von unten, down under, wie komme ich denn da hin? Doch, hier ist noch irgendwo einer. Ganz unten vielleicht ein oder? Eingang? Oder ist hier noch ein Weg rüber? Da muss ich auch noch hingucken. Jetzt muss ich ja mal gucken, wie komme ich denn hier raus? Pistole ist cool. Klar, wenn ich mich baue. Aber komme ich auch ohne Bauen da rüber? Nee. Im Leben nicht. Kriege ich jetzt erstmal das weg. Es reicht nicht ganz, aber es könnte. Gibt es noch einen besseren Weg? Ich komm da nicht rüber, Jasmin. Mama Räuberleiter. Das da. Was? Mach doch mal Räuberleiter. Wo kommst du denn jetzt rüber? Na, hier über die Schlucht, ne? Ist doch klar. Ist doch klar, Herr Kommissar, haha. Kann ich hier runter oder kann ich... Ja, ich kann hier rüber gehen. Clever von mir, das auszuprobieren. Clever. Clever. Psst, Jasmin, du wächst ihn noch auf. Okay, ich habe ihn aufgeweckt, aber um fair zu sein, das hätte er nicht merken dürfen. Schade. Ach doch, da hinten ist noch einer. Siehst du, sag ich doch. Der Zombie hat mich gedodged. Oh, Lootback! Sag ich doch, da ist noch einer. Oh, hätte ich das vorher gelesen, hätte ich es dir mitgebracht. Grundausbildung zum Feuerwehrmann. Oh. Stehst du auf Männer in Uniform? Du hast dich an extreme Temperaturen gewöhnt und bist jetzt 10% gegen Überhitzung. Ich hab's mal gelernt. Jasmin, ich kann jetzt mit heißen Sachen umgehen. Ich bin Feuerwehrmann. Ein Feuerwehrmann, wie er im Buche steht. Mit einer... Feuerwehr-Axt und einen Haufen geilen Loot. Scheiße. Ich meine, schade. Ich hoffe, in einer der Kisten... Oh, jetzt wird's schwer. Stufe 5 Schockstab. Ja, kann man mitnehmen. Praktisch. Fertigung Verbandskästen. Ja. Oh. Jasmin. Ich habe einen Haufen geilen Kram gefunden. Mhm. Das ist schön. Möchtest du einen Stufe 4 Stahl Vorschlaghammer? Was ist das? Eisen. Der ist besser, nee. Ne? Ja, ich brauche den. Dauert mir zu viel aus. Ich brauche mal zu viel Ausdauer dafür. Verändern. Ach, deswegen kann ich den ja trotzdem nicht mitnehmen. Kann ich hier noch irgendwas zerhacken? Hacken. Zerhackstügeln. Jasmin, Waffenladenkiste. Beschwerter Kopfmod. Eine Modifikation für alle Nahkampfwaffen und Werkzeuge. Zusätzliche Chance, die Opfer zu betäuben und zu verlangsamen. Messer und Macheten haben keinen Kopf, der beschwert werden kann.
Ich habe ja auch noch Patronenhülsen. Wenn ich die vielleicht klein mache und zu Hause wieder herstelle. Geh dich nicht, du bist abgehackt zwischendurch. Er hat die Mod klein gemacht. Ich habe die falschen Dings ausgewählt. Kann ich das noch? Nein. Kannst nicht sammeln. Nochmal geschafft. Beschwerter Kopfmod. Habe ich schon. Hast du schon? Ich glaube, habe ich aber Axt gemacht. Ich glaube, die habe ich schon voll verändert, ja. Ich könnte das noch auf der Eisenspitzhacke machen. Nee, kann ich nicht. Ich könnte das noch auf der Stahlaxt machen. Da passt nur eine Modifikation drauf. So, ich habe das jetzt erstmal auf den Schlagstock gemacht. Waffenladenkiste, die dritte. Schisspulver und ein Stahlknüppel. Ja. Oh, das war erst die zweite Kiste, Jasmin. Jetzt kommt die dritte. Ja. Ich habe meine Glücksbrille aufgesetzt. Muss doch irgendwo mal was Gutes kommen. Ja, anscheinend nicht. Nee. Jetzt habe ich nur noch hier diese ganz dicke um 10.000 HP. Aber wenn ich sage, ich möchte diese Mod hier wieder entfernen. Und so und pack die. Wir hören dir alle zu. Ja, ich pack die hier wieder rauf. So, nehme mein Holz mit. Mache ich denn mehr Schaden? Knapp 100. Bei weitem nicht 100. Okay, der Hammer it is. Keine Ausdauer, ich habe. Ich bin Level 37, ich habe einen Punkt gekriegt. Ich habe tatsächlich 2 Punkte. Kannst du Wayne? Wo steht mein Level? Ich bin Level 40. Boah. Möchte ich nur mal anmerken. Okay, ich habe meine Punkte ausgegeben. Ich bin jetzt noch intelligenter. Gut, dass das nur Spiele. Ja, im echten Leben, das wäre schon hart. Noch mehr IQ in den kleinen Kopf. Endlich mal was drinne dann. Ja, ich glaube, ich hau dir nachher eine Dachlatte auf den Fuß. Mach mal. Dann hau ich dir diesmal auch rein, du. Ich tue dann wieder so, als wäre sie mir umgefallen. Nach dem Motto, huch, wie ist das denn passiert? Macht richtig weh, Alter. Tag 25, 6 Uhr morgens und Gewitter. Echt?
Komm schon, ich will nur noch diese eine Kiste. Und dann nehme ich mein Fahrrad und dann fahre ich nach Hause. Das bestimmt wie jedes Mal. Ich klopfe jetzt hier 20 Minuten auf diese blöde Kiste drauf rum, um dann festzustellen, dass da zwei Blatt Papier drin sind. Kann ich nur was essen? Ja. Essen geht immer, aber das holt mir auch nicht mehr Ausdauer. Aber ein bisschen mehr Leben. Oh, Jasmin, ich habe immer noch 4000 HP von 10.000. Und mein Hammer brennt. Weil ich wie ein Tier drauf rumprügel. Da hat selbst der Stahl Feuer gefangen. Ja. Ja, Jasmin. Geil. Mir fehlt es an Ausdauer. Naja, Springen ist natürlich sehr kontraproduktiv. Ich hau jetzt mal von oben drauf. Vielleicht bringt das ja mehr. Was machst du denn jetzt eigentlich bei dir? Ich baue gerade Lehm ab. Also genauso spannend wie bei mir, ja? Ja. Baust du diesmal ein großes Loch oder machst du wieder ganz viele auf dem Weg? Ich mach oben auf dem Berg. Baue ich ab. Buddelst du richtig tief runter? Eine Mine? Nein, ich baue die ab. Also ich hab dich wegen dem flach. Gewitter nicht verstanden. Flach. Ich buddel keine Löcher. Ich buddel die flach. Oben ist das doch so hügelig. Ja. Ja, und die baue ich jetzt ab. Du ebnest das Terrain. Ah, Terrain. Oh, noch vier Schläge. Okay. Es sind jetzt noch vier. Eins, zwei, drei. Wollen wir die ganze Kraft zusammennehmen und... Oh. Jasmin? Hm? In der Kiste sind zwei Robotik-Geschütztürme drin. Mhm. Oh, was hab ich denn hier gefunden? Geil. Und ein Bauplan für den Robotik-Geschützturm. Und ein Messbecher. Sicherheitskamera-Paket. Munition. Barbier. Da kann ich einen von nehmen. Oh, jetzt müssen wir hier aussortieren. Ich habe noch so viel Inventar in meinem bisschen Platz. Das. Genius. Schmeiß ich vielleicht den Lehm weg? Wenn du Lehm abbaust, kann ich ja meinen kurz wegschmeißen. Boah, ne? Ich hab so viel Lehm hier gerade. Jetzt wird schon langsam schwieriger, was ich denn entsorgen will. Was braucht die zum Reparieren? Rohr. Oh, jetzt hab ich die alle zerlegt. Kriegst du Brechsand auch beim Buddeln? Also Bruchsand? Nee. Nee. Stein? Stein packe ich mal raus. Den können wir immer einsammeln. Nee, Lehm.
Einfach nur Lehm. Reinen Lehm? Ja. Ich trink mal kurz 5 Wasser. Und 5. Dann nehmen wir die Munition noch mit. Nochmal ein Verband. Hilft mir gar nicht. Aber dann brauche ich den einfach auf. Ich möchte von meinem Inventar nichts mehr so ein Kühlmaschenmod. Kältewiderstand 0, Hitzewiderstand plus 5. So, ich bin jetzt auf dem Weg nach Hause. Ja? Und mir ist kalt. Was? Ich komme hier nicht runter. Ah, jetzt. So. Wo habe ich mich denn... Da. Da habe ich mich hochgebaut, ne? War das auf der... Ja. Es könnte sein, dass ich mir gleich das Bein breche. Weil? Ich kann die Rahmenform nicht nehmen. Ah nee, gut. Ich komme die Leiter runter. Alles gut, Jasmin. Ich habe doch nichts gesagt. Mhm. Schimmer deine Base. So, habe ich denn für Pflasterstein noch Platz? Ja. Nehmen wir den nochmal schnell mit. Dann können wir nämlich die Basis auch demnächst mal aufwerten. Oh, hier ist so viel Elektronik, die wir abbauen könnten. Wenn ich jetzt sterbe, raste ich aus. dann wird deinstalliert. Na. Die Taschen voller Gold. Musst du dich mal anstrengen. Brauchst du so komisch in die Kamera? Nee, mach ich nicht. Ich glaube, zu mir kommt gerade ein Zombie. Ich hab mich mal eingeschlossen. Machst du immer, wenn du Angst hast? Ja. Normalerweise verkrieche ich mich dann unter meiner Bettdecke und nucke an meinem Zeh. So gelenkig bist du gar nicht. Na klar. Junger Hüpfer, Jasmin. Fang mir nicht an wie Claudio. Sagt er denn? Der hat mich für über 10 Jahre älter geschätzt. Ja, vielleicht siehst du so alt aus. Das war ziemlich schmerzhaft. Ich sehe nicht so alt aus, Jasmin. Ich sehe jung aus. In Diskus gehe ich noch für unter 18 durch. Da muss ich den Perso zeigen. Wann gehst du denn mal in eine Disco, ey? Letztens erst. Wann denn? Vor wie vielen Jahren waren das? Nee, das ist noch gar nicht so lange her. Ich war erst vor kurzem in der Disco. Wann waren das? 2012? Mhm. Ungefähr? Ist aber hängen geblieben, ey. Wieso? Haben wir nicht erst 2013? Das ist schön. Kommen die ganzen nervigen Jahre nicht erst noch? Ich höre sie, aber ich kann sie nicht sehen. Ich kann halt keine Schrauben federn und kein Rohr mehr einsammeln. Wo
Aber so wie es sich anhört, sind sie auf dem Weg zu mir. Ja, unter mir geht die Party ab. Party, mach doch mit. Ich hab grad gesagt, ist noch nicht so lange her. Ah, weißt du, wenn... Scheibe und... Ich hab mir letztens ein T-Shirt angezogen. Da hab ich mir, glaube ich, die Schulter gezerrt. Also so als Kind fällst du 5 Meter vom Baum. Nix passiert. Stehst auf, gehst weiter. Heute 10 Minuten falsch gelegen. Ja, oder falsch bewegt, ey. Willst du vom Boden aufheben? Zack. Kannst dich nicht mehr bewegen. Hexenschuss. Ja. Weißt du, als Kind das halbe Leben auf dem Boden verbracht, da mit Krabbeln und sowas, wenn du hier mit Lego gespielt hast. Abgehackt. Ich sag als Kind, ne? Da warst du auf dem Boden, hast mit Lego gespielt, ständig geduckte Haltung. Ja. Heute als Erwachsener, einmal was aufgehoben, zack, Hexenschuss. Naja. Selbst wenn du dich mit den Kindern hinsetzt und Lego spielst, nach einer halben Stunde merkst du schon alles. Jeden Knochen. Vor allem die Knie. Komplett. Und wenn du dann aufstehen willst, dann ist, bist du. Hüfte abwärts gelähmt. Ja. Ja. Okay. Oh, ich hab schon wieder keine Ausdauer, Jasmin. Hm. Es hört sich an, als ob die gleich bei mir sind. Bist du denn? Ich denke, du willst nach Hause kommen. Ja, ich bin auch schon unterwegs. Ich muss hier nur noch kurz, ich habe hier noch einen Serviceauftrag, weißt du. Ich muss hier noch einmal on und off drücken. Off. On. Off. On. Und nochmal on. Da ist die Maschine off gegangen. Und so. Wie viel habe ich denn jetzt schon? Oh, ich kriege ja gar keine mechanischen Komponenten hier raus. Das ist schade, ne? Hm. Das ist ja ärgerlich, Jasmin. Ja, perfekt. Ich glaube, da werde ich mich beschweren. Schreibe ich gleich eine E-Mail. Na dann hau rein, ey. Hauen Sie rein. Bevor ich hier abhaue, muss ich erstmal meine Ausdauer wieder aufladen, glaube ich. Sonst könnte ich ein dezentes Problem bekommen. Dezent. Dezent. Du, der Starke. Dezent. Dann bei Wochenende. Wir müssen auch noch mal gucken, dass wir dann noch hinten am an unserem Bünkerchen-Turm da. Da haben wir doch noch angefangen zu bauen. Das müssten wir auch irgendwann mal fertigstellen. Habe ich auch eben gesehen, als ich weggegangen bin. Okay, ich glaube, es ist Zeit für mich zu gehen. Die nehme ich noch mit. Ach, bitte. Überall kretzt das hier. Wir können hier jetzt erstmal ein bisschen Holz hacken. So. Ach, das dauert aber lange, wenn ich das hier alles abbaue, du.
Ja, das. Hier sind halt so viele Schaltschränke. Vielleicht hebe ich mir ein paar fürs nächste Mal auf. Aber dann könnte man nächstes Mal wieder was anderes sammeln, ne? Hm. Erfahrung oder so. Was? Nix. Hab dich wirklich nicht verstanden. Erfahrung oder so. Ah, Erfahrung sammeln. Ja, ja. Man lernt nie aus, Jasmin. Ja, ja. Ich bin in diesem Gebäude dezent paranoid. Para. Para. Ja. Paranoid. Cool. Noch gar nicht gesehen. Oh, ich mach mich jetzt auf den Rückweg. Das reicht erstmal hin. Fürs Erste keine schlechte Ausbeute. Mhm. Du hast immer irgendwie dich im Grund zu beschweren, ne? Hä? Ich hab doch gesagt, keine schlechte Ausbeute. Ja, ja. Aber. Wie bin ich hier hochgekommen? Eigentlich müssen wir auch noch mal so in die Schneewelt da, ey. Wegen Fleisch und so. Ja, wir müssen noch so viel. Ich habe immer das Gefühl, wir hängen voll hinterher, weil wir irgendwie immer sowieso noch kein, ja. Aber egal. Weil wir sind immer noch... In der, wo bin ich denn hier? In der Ruhe liegt die Kraft. Ich habe immer das Gefühl, wir sind voll hinterher, weil wir noch immer keinen richtigen Plan haben. Auch wie wir den Bunker letztendlich ausbauen weiter. Bei mir ist jetzt aufgefallen, die Chemiestation steht ja so günstig, wenn wir uns da weiter runterbauen wollen, beispielsweise, ausbauen, dann müssten wir vielleicht eine neue erst bauen. Und das kostet. Ich verstehe gerade nicht, wie ich hier wegkomme. Bin ich letztes Mal hier hochgekommen? Ach, ich kam ja von hier drüben, ne? Hier ist ja eingestürzt. Ja, ja. Ja, ja. Da komme ich jetzt nicht rüber. Aber hier komme ich rüber. Ja. Irgendwie erscheint mir das nicht richtig, wo ich hier lang gehe. Mein Spiel ist ge... Hallo? Du kannst die Kiefern durchsuchen, ne? Bei mir ist gerade irgendwas aufgeploppt. Ja, und hier stand mit E Kiefern durchsuchen. Okay. Hä? Hast du vielleicht gelevelt? Vorher nicht, oder? Ich habe eben ohne eine Taste zu drücken. Da hatte ich auf einmal Textfeld. Ist ja skurril. Hey, komisch, ja. Und ich hatte gerade das mit dem E hier. Mit dem Nein. So. Ich bin am Eimer. Aber ich bin doch hier auch nicht hergekommen. Toll. Das hat gerockt. Das hat gerockt. Aber irgendwo hier muss doch mal ein Ausgang sein. Jasmin, ich habe mich verlaufen. Du musst jetzt herkommen und mich retten.
Das ist wie in Jurassic Park, ey. Das ist ein Vogelkäfig. Ich überlasse nichts dem Zufall. Hier ist doch, hier muss doch irgendwo. Da ist mein Fahrrad. Aber wie komme ich hier runter? Hab einen Weg gefunden. Musst du mir dafür nur das Bein brechen. See you later! Hey, das ist ja jetzt komisch gewesen mit der Kiefer hier. Ja, ganz merkwürdiges Zeug. Kiefern. Hattest du das auch schon mal? Ja, man sollte Kiefern nicht trauen. Dass du die auch mal so durchsuchen solltest? Nee, hatte ich noch nicht. Also wenn, dann ist mir nicht aufgefallen. Nee, hatte ich auch noch nicht. Bist du sicher? Hast du nicht vorhin was gesagt? Du hattest das irgendwie? Nein. Du hast doch gesagt, du hattest eben zum Kiefer durchsuchen. Oh, ich muss, glaube ich, gleich mal das weg. Mhm. Das ist natürlich jetzt blöd. Ja. Absolut. Weil ich hier mitten irgendwo stehe. Ja, ich komme ja schon. Ja. Bin halt nur ein bisschen erschöpft, ein wenig infiziert, habe ein gebrochenes Bein. Die Gehirnerschütterung, bin überladen, nass, ich friere. Also noch nicht, aber gleich. Was braucht man denn nochmal, wenn man infiziert ist? Honig, wir haben Honig zu Hause. Oder Antibiotikum, aber ich glaube, das haben wir nicht mehr. Wilde Mieze. So, schön, wenn man seine ganzen Sachen wieder beisammen hat. Herrlich. Na gut, andere Wetterzone, ne? Drüben Regen und Gewitter, hier Sonnenschein und Regen-Sound. Er freut sich auch, mich wiederzusehen. Freudensprünge hat er gemacht. Gehst du auf den Somm oder gehst du auf mich? Geil. Los, mach den fertig. Ja, fein. Ja, bist du ein toller Hund. Lass mich dich streicheln, du Feini. Das hast du gut gemacht. Ja gut, ich nehme zumindest das Fleisch mit. So. Oh, siehst du, Jagdmesser hätte ich sogar noch gehabt. Naja, manchmal tut es auch das gute alte Beil. Nuklear. Dumm, dumm. Ausdauer ist wieder weg. Dum, 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 dum.
Ja, ja. Oh, da hinten ist noch eine Lootkiste. Ein Abwurf. Survival Supplements. Kommt da nicht hinterher. Da ist die irgendwo und buddelt. Oh, jetzt nur nicht festfahren. Ah ja. Und mir erzählt ihr ein, von wegen die buddelt. So. Oh, ich glaube, das dauert einen Moment, bis sie wiederkommt. Jo, was hat sie denn hier schönes abgebaut? Man sieht gar nichts. Wissen, wie das jetzt bei ihr aussieht. Einmal Runde herum. Ich komme endlich wieder. Ah, das dauert zu lange. Kisten einsortieren. Einsortieren. So, up to the base. Schrotti da, Bude da. Hafen da, Bude da. Wo ist meine Hütte? Kann ich so weit weg? Da hinten? Ja, hinten.
unten müssen wir auch noch erweitern. Ach, ich habe ja oben drauf auch noch gebaut, ne? Ich habe ja gar nicht hinten angesetzt, um größer zu werden. Ich habe ja oben drauf. Stimmt ja. Muss man das ja auch wieder mit einer Leiter oder da mit einer Tür? Und jetzt, wo wir die Pilze hier haben, können wir da nicht zumachen schon? So, erstmal aussortieren. Was haben wir denn alles? Dosenfraß. Noch was dabei? Nö. Fressalien. Nö. Saatgut. So, jetzt kommt die geile Kiste. Waffen und Munition. Das. Die. Die. Wie sortieren wir denn das jetzt am besten ein? Schrot. Ich glaube, wir brauchen zwei Kisten. Eine für Waffen und Mods und eine für Munition. Dann habe ich noch... Wo ist denn der Unterschied gewesen eben? Die sieht so anders aus. Naja. So, die Armbrustbolzenpfeile. Miss Bijon. Transformer-Zubehör. Ich würde gerne wissen, was die hier können. Also was, welche Munition und Co. So, Plastestein. Oh, das sieht schon gut aus. Zement haben wir auch mega gut, aber noch kein Beton. Wir brauchen Betonmischer. Eisen. Und Messing. Und ich habe kein Holz. Verflixt. So, das schmelzen wir gleich mal ein. Ja, schwer zu sagen, wie lange das burnt. Machen wir mal 20 und hier machen wir nochmal... was können wir denn hier überhaupt noch alles machen? Nägel. Da haben wir jetzt noch keine Kisten für, ne? Militärhelm. Ja. Die geht auch über rein. Hier noch die Lumpen. 20 passen nicht. Wir haben kein Anabolika, würde ich sagen. Kein Antibiotikum. Da muss ich einmal gucken, welche von beiden besser ist. Ja, so ein Problemchen neben mir liegen. Ja. Ja, so doll. Da muss ich auch einmal gucken, was da besser ist. Wo haben wir denn hier das Werkzeug da? Ah, ja, das muss ich auch testen, was besser ist. Jo, dann kann die Armbrust noch raus. Ich bin schon 60% infiziert, ey. 21. Ja, meinst du schon rot? Mal sehen, ob du dich verwandelst oder ob du stirbst. Ja, ich versuch das mal.
gerne noch mal so eine Kiefer haben, die ich durchsuchen sollte. Hey. Ruhe. Warte. Ist das nur eine Mod? Das ist noch Zement hier. So, jetzt wird es langsam übersichtlicher. Dann packe ich das da drüben rein und den schmeiß ich da. Und dann können wir das einmal öffnen. Stolperdrahtpfosten, 5 Bewegungssensoren, Elektrokabelverschaltung, Drahtwerkzeug. Und Lautsprecher? Hm. Okay. Da hätte ich gerne eine eigene Kiste für. Elektrische Bauutensilien. Haben wir nicht Druckplatten noch gehabt? Komisch, dass wir keine haben. Was für eine Dinger? Die Druckplatten. Ich dachte, wir hätten noch welche. Dann brauche ich mal Nägel für eine Kiste. So. Aber das dauert alles noch. Gut, kann ich das noch nicht, aber das möchte ich gerne mal. Was macht der denn? Aufheben kann ich ihn auch. Was schießt der denn? Wer schießt was? Na, unser Geschützturm. Ich habe hier so einen, den kann ich aufheben. Aber ich weiß nicht, womit schießt der denn? Der hat so eine Gaskartusche dran. Ist das ein Flammenwerfer? Keine Ahnung. Weil nicht, dass unsere Treppe denn brennt, wenn ich den da hinstelle. Mhm. Oder das ganze Haus brennt ab. Das wäre noch viel schlimmer. Wollte ich gerade sagen, ey. Bisschen Idee hätte ich ja dafür. Ich hoffe, ich vergesse das nicht bis zur nächsten Folge. Ich würde gerne mal wissen, warum ich die eine durchsuchen konnte und die anderen wieder nicht. Warte mal, ich brauche mal ein bisschen Pflasterstein. Den... der Hammel. Hier. Das ist einfach Bodenstein. Ich muss mal eben kurz ein bisschen was aufwerten. Die Frage ist, wie hoch komme ich? Vielleicht? Oh, das ist aber riskant. Wenn man sagen würde, man hebt hier nochmal aus. Das ist eine gute Frage. Könnte man machen, ist aber wahrscheinlich nicht so gut. Fragen über Fragen.
Oh ja, das funktioniert. Geil. Was funktioniert jetzt genau? Ich bin da rangekommen. Also nichts Besonderes. Also nichts, was nicht abzusehen war, ne? So, jetzt haben wir ja hier, wir könnten beide Seiten einen Weg hierher machen. Und da die Geschütze entweder seitlich, aber das finde ich ein bisschen doof. Ich hätte es gern in eine Treppe. So ein Kram. Dass die hier, dann fallen die hier runter, werden geschnetzelt. Und dann müssen die hier lang. Und das hier dann so die Flammenwerfer und Co. grillen die einfach. Hier eine Mauer, damit die nicht weg können. Und dann gehen sie, wenn sie hier runtergefallen sind, hier wieder die Treppe hoch und fallen dann wieder runter. Mhm. Das wäre so eine Idee. Und dann muss hier ja noch mal ein Mixer draus passieren. Sprich, ich will da noch eine Klingenfalle. Also an der Treppe ran. Ich möchte... Ja gut, hier ist es zu weit weg, ne? Und wenn man hier noch mal so ein... Also so ein Mittelstück übersetzt. Aber dann könnten die da rauffallen und hier langlaufen, ne? Das will nicht, wie ich das will, Jasmin. Jo, wie immer. Ja. Makaber. Makaberer Barbe. Na gut, Gertrud, kommst du nach Hause? Ja. Na gut, Gertrud. Ich bin jetzt dann irgendwelche. Das war ja ein Grüner. Gewitter. Ja, die kann ich noch essen. Das nehme ich noch mit. Kann ich mein Fahrrad einpacken, weil Jasmin klaut? Hä? Was? Gar nicht. Was denn? Was klaue ich denn? Fahrräder. Was? Hä? Wer? Gar nicht. Rezepte, Maissamen. Was habe ich denn jetzt hier abgebaut? 1, 2, 3, 4, 6, 4. Habe ich nicht gezählt. Ich kann jetzt so tun, als ob ich das weiß, aber ich weiß es nicht. 1, 2, 3. Ah, der Typ hat aber den Durchblick gehabt hier, ne? Da kann man nichts sagen. So. Welcher? Wer? Du doch wohl nicht. Wer? Du doch wohl nicht. Nein, wer gefragt hat. Hä? So, was hat denn hier gefehlt? Das da. Und woran hat's gehapert? Charlie. Aber. Kohle, ne? Ich glaube, Kohle war das. Wir haben gar keine Kohle mehr, kann das sein? Ich hab wieder gesammelt. Oh. Wer auch sonst. Oh. Du bist so gut. Das hast du toll gemacht. Ich weiß. Kohlen ist. So, dann mischte ich davon noch ein bisschen. Oh, wir hätten sogar Nägel gehabt. Naja. Stoff 16. So. Öl 2. Na ja. 60% infiziert. Und wie geht's dir? So.
Das freut mich. Ja. Infektion, alles gut? Ja. Was jetzt noch? Hehe. Welche Kiste? Hey, Kohle haben wir doch hier. 1246. Habe ich doch gerade genommen. 1000? Hä, hier oben rechts in der Kiste. Ja, habe ich doch gerade genommen. Ja, habe ich doch gerade reingelegt. Ja, das waren aber noch 700 mehr. Und. Ja, ich habe gesammelt. Ja. Was willst du? Überhaupt einen Helm auf. Einen wunderschönen spartanischen Helm. Aus der Zeit der Gori. Boah. Ich hab nur so einen blöden Freihelm. Ich würde sagen, wir beenden die Folge mit 57 Minuten. Und ich werde jetzt mal morgen wieder ein bisschen bauen, glaube ich. Will ich hier mal weitermachen. Ein bisschen buddeln, ein bisschen bauen. So, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten. Ja, morgen bauen? Weiß nicht. Finden wir es raus? Seid dabei. Lasst euch überraschen. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.